Ja, weil der Körper sich ein Ventil sucht, etwas loszuwerden. Ja. Und da gibt es eben diese chinesische Ausscheidungsfolge, die sagen, was der Körper nicht über den Stuhl losbringt, das heißt über Durchfall losbringt, das versucht er über den Harn. Ja. Wenn man krank ist, weiß man, dass man oft mit Durchfall beginnt. Wenn man dann krank ist, also die Harnfarbe und der Geruch und die Konsistenz des Harnes ändert, weil eben der Körper über den Harn ausscheidet. Dann gibt es die nächste Folge, sagen, was er über den Harn nicht schafft, versucht über die Lunge. Ich habe einen schleimigen Auswurf, ich habe Husten, ich versuche so diese Substanzen loszuwerden. Und dann sagen sie, und was über die Lunge nicht funktioniert, versucht über die Haut. Also die Haut ist ein sehr wichtiges Ausscheidungsorgan. Ja. Und wenn ich das unterdrücke und sie sagen, was er über die Haut nicht schafft, das führt zum Tode. Also wenn ich das Ausleitungsorgan Haut ständig so behandle, dass ich das wieder in die Tiefe drücke, dann schaffe ich mir massive Probleme, von Herzproblemen bis also tiefgreifende Probleme. Daher, ich habe einen Freund in Graz, der sagt, ihm ein guter Hautarzt hat auf der Haut nichts verloren. Der muss so behandeln, dass das von alleine verschwindet auf der Haut. Das ist eben ein Signal, dass etwas nicht stimmt mit der Ausscheidung. Ob das jetzt der Darm ist, ob das jetzt die Niere ist, ob das jetzt die Lunge ist, irgendwas funktioniert nicht im vorgesehenen Ausscheidungsweg. Daher bedient er sich des Ausscheidungsorgans Haut. Daher soll man Hautausschläge einfach nicht unterdrücken, sondern soll die Ursachen abstellen, sodass es nicht so weit kommt. Und das ist eben eine der positivsten Wirkungen von Gladiator Plus in der Richtung. Weil eben das Darmmilieu so sanieren kann durch meinen Propolis und entzündungshemmend und Immunsystemregulierungen, dass ich eben nicht die Haut als Ausscheidungsorgan brauche. Und das ist wahrscheinlich eine der Hauptwirkungen. Abgesehen davon, dass nur das sibirische Ginseng als sogenanntes Adaptogen wirkt, das heißt, er reguliert nach oben und unten in Stresssituationen, er verhindert Ausreißer nach oben und nach unten, also er ist ein sehr gutes Antistressmittel, das ist eine optimale Kombination daher, die zwei Sachen. Meinen Hund bewusst versorgt. Alle Informationen gibt's auch im Internet unter www.gladiatorplus.com.